Und jetzt kämen die, kommt das Märchen von Grün, Griesgram und den sieben Zwergen. Vor langer, langer Zeit lebte mal eine Griesgram-Königin. Sie war die scheußlichste Griesgram in weit und breit im Land. Darauf war sie mächtig stolz, ja, und jeden Morgen stellte sie deshalb ihrem Zauberspiegel dieselbe Frage. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist wohl der scheißlichste Griesgram im Land? Das bist du, Königin. Du bist der scheußlichste Griesgram weit und breit im Land. Die Griesgram-Königin hatte eine Tochter, Grün-Griesgram, die von Jahr zu Jahr griesgräbiger wurde. Am Morgen nach Grün-Griesgrams 18. Geburtstag stellte die Königin dem Spiegel die übliche Frage. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der scheußlichste Griesgram im Land? Der scheußlichste Griesgram im ganzen Land ist Grün-Griesgram. Grün-Griesgram? Oh, die schmeiß ich doch auf der Stelle raus! Die Königin wollte jedoch keinen scheußlicheren Griesgram haben. Sie wollte die griesgrämigste im ganzen Land sein. Darum vertrieb sie Grün-Griesgram aus dem Königreich. Das heißt, sie befahl Grün-Griesgram zu verschwinden. Am nächsten Morgen stand die Griesgram-Königin früh auf und stellte dem Spiegel die alte Frage. Sie glaubte, sie sei nun wieder die scheußlichste im ganzen Land seit dem Rausschmiss von Grün-Griesgram. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist nun der scheußlichste Griesgram im Land? Ha? Ich doch wohl! Da liegst du völlig falsch! Es ist Grün-Griesgram! Aber ich hab sie doch gestern aus dem Land vertreiben lassen. Sie kann nicht mehr die griesgrämigste sein. Doch, doch, das ist sie. Sie lebt inzwischen in einer kleinen, bescheidenen Hütte bei den sieben Zwergen. Geh hin und sieh selbst nach. Oh, so eine Frechheit, Frechheit, Frechheit! Und die Königin machte sich auf den Weg zu den sieben Zwergen. Hier sieht's aus wie in einem Mülleimer. Ja, und ich finde es sehr gemütlich, so wie es ist. Warum macht ihr nicht, dass ihr wegkommt alle miteinander? Aber das ist schließlich unsere Hütte. Ja, genau. Und trotzdem könntet ihr verschwinden. Habt ihr denn gar nichts zu tun? Macht schon, verschwindet. Raus hier. Die Königin kochte vor Wut, als sie das sah. Schließlich wollte sie ja der scheußlichste Griesgram sein und darum verzauberte sie Grün-Griesgram mit Hilfe einer sauren Zauberzitrone. Ach so, wenn Grün-Griesgram in diese Zauberzitrone hier beißt, dann ist sie am längsten griesgrämig gewesen. Sie wird nett sein und ganz, ganz lieb und ich werde wieder der schrecklichste Griesgram weit und breit sein, genauso wie früher. Oh, was liegt hier auf der Fensterbank? Ah, eine saure Zitrone, die mag ich besonders gern. Oh, oh nein, du lieber Himmel, wie sieht denn bloß die Hütte aus? Da muss ich ja sofort zum Besen greifen, aber ich tue es ja gern. La, 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 la. Ein harter Tag, nicht? Ja, das kann man wohl sagen. Ja, wenn der Computer ausfällt. Oh, was ist denn plötzlich los? Da seid ihr ja wieder, meine lieben Freunde. Ich war so vertieft ins Aufräumen, dass ich euch gar nicht gehört habe. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, so wie ich. Nun war also Grün-Griesgram nicht mehr griesgrämig. Die Königin war wieder der scheußlichste Griesgram weit und breit im Land. Doch wie das Schicksal so spielt, ein Griesgram-Prinz ritt vorbei auf seinem staubigen Grauschimmel und rettete Grün-Griesgram. Und dieser Prinz kannte einen Zauberspruch, der die Wirkung der sauren Zitrone aufhob. Hey du, bleib ja dreckig! Oh, was? Ah, ein Besen! Oh, oh.
verstaubt. Oh. Und Grün Griesgram und ihr verstaubter Prinz lebten griesgrämig bis an ihr Ende. Die Geschichte ist schön scheußlich, nicht?